Ja. Ich muss ja viele Namen schreiben. Oh, so ein Hirsch will ich haben. Das ist hübsch. Ein Hirsch ist immer super. Wollen wir mal los? Wollen wir das mit der Gilde noch vormachen? Ja, würde ich gerne machen. Ich muss jetzt aber dann wieder. Wo kann man denn die neue Gilde aufmachen? Über Community. Das Gildenmenü. Community oder Alt-U. Und dann rechts oben. In dem Reiter. Also ich schicke gerne das Geld zu. Es müsste sich nur jemand dazu bereit erklären, den Gildenleader zu machen. Das würde ich halt nicht, also ungern Gildenlead machen, weil mein Main-Charakter bleibt in der Gilde. Richtig. Also ich kann das sonst machen, weil ich habe hier einen Zweitcharakter halt. Ich meine, ich hätte auch einen und ich könnte auch einen boosten. So ist es nicht. Ich habe ja einen frei. Wir können auch jemand anders nehmen. Also muss jetzt nicht einer von euch sein. Es kann auch zum Beispiel, wenn der DJ das machen möchte oder so. DJ, ja, dachte ich auch gerade. Kann auch DJ machen. Es ist nur wichtig, dass es jemand ist, der aktiv spielt. Ich werde das jetzt noch nicht so aktiv spielen. Ich werde das erstmal nur so spielen, wie ich im Stream Zeit habe. Das hier ist halt mein Stream-Charakter. Den werde ich dann nur benutzen, wenn wir dann zusammen streamen. Ja. Aber mein Hauptcharakter ist ja ein bisschen höher schon. Ich glaube, der ist Level 25 jetzt. Ich bin zu zweit in der Gruppe gerade, ne? Müssen wir nur wissen, wer es übernehmen Warte möchte. Mal kurz. Ich hab. Ich wechsle mal kurz. Gruppe verlassen. Hallo? Kann man die Lieder einfach nochmal vergeben? Also irgendwie an jemand anders? Oder kostet das auch 30 Millionen Euro? Das weiß ich nicht, ob du den Lieder an sich ändern kannst. Ich weiß, dass du jemanden den Vize rangeben kannst als Lieder dann. Weil das hatte Ronny mit mir gemacht gehabt. Okay, wie kann ich denn aus der Gilde wieder raus? Weil ich kann keine Gilde neu machen. Du gehst auf... du müsstest auf... Oben hast du einen Reiter, wo du dann zwei Pfeile hast, ganz rechts. Ja. Wenn du im Gildenmenü bist. Dann gehst du auf Verwalten und gehst auf Gilde verlassen. Da müsste, glaube ich, der Button dafür sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also unten Gilde verlassen. Kann ich dann wieder eingeladen werden, wenn das jetzt doch hier nichts wird mit der Gilde? Sollte eigentlich, ja. Ich wüsste nicht, warum man eine Sperre kriegen sollte. Du kannst nach 3 Minuten erneut eine Gilde erstellen. Okay. Also erst in 3 Minuten. Tschüss. Das war die lange Geschichte einer Gilde. Es hat nicht sollen sein. Okay, dann macht Ruffy das. Ruffy, nimm du das. Ja, erstmal in die Hand. Du kannst dir nachher drüber geben. Kann ich das Geld irgendwie zusenden? Gibt's da eine Post? Alles gut, Dex. Dann sollte man jetzt nur einen Namen klären. Einmal mit Profis? Oder einmal mit Profis? Haben wir versucht. Wurde schon einmal versucht. Ging nicht. Ich weiß nicht, ob man es nochmal versuchen könnte. Anderer Schreibweise, keine Ahnung, zusammen und Buchstaben groß. Dann schreibt doch einfach Dingsbums. Nämlich. Kann ich mal versuchen mit Dingsbums? Kanal 2. Bitte richtig schreiben. Wird aber nur am Anfang groß geschrieben, weil das Ding ist halt, meckert sonst Dings rum. Ich halt das Programm rum, weil das ist genau wie mit den Namen halt. Essen bei ich Gruppenlied, kann er mich einladen in die Gruppe? Ich bin noch in irgendeiner ganz anderen Gruppe drin. Wie kann man aus einer Gruppe denn austreten? So, ich versuch's mit Dingsbums. Also STRG, rechtsklick auf deinen Namen in der Gruppe und dann einfach Gruppe verlassen. Ja. Habe ich jetzt richtig geschrieben, oder? Nicht, dass ich falsch geschrieben habe. Jetzt dreht Gravy uns gleich durch. Schlägt alle. Deinstallier gleich alles wieder. Gildname wird bereits verwendet. Ne, Dingsbums geht leider nicht. Was? Dingsbums auch? Glaube ich nicht, ey. Kann höchstens mal Dextro-Dingsbums versuchen. Nee. Oh, Dingsbums ist schon vergeben? Dingenskirchen. Yep. Und Bumsdings? Nee. Dingsrums. Nee. Dingsbums ist schon vergeben. Das glaube ich alles nicht. Irgendwie ist das vielleicht einfach nicht wegen Bums, glaube ich, nicht gewollt oder so. Ich kann es ja mal versuchen auseinanderzuschreiben. Mal gucken, ob das und einmal mit Pros geht nicht? Nee, das ist auch schon vergeben. Ich kann es gerne nochmal versuchen. Einmal mit Profis. Okay, warum ich auch immer das Profis jetzt nicht groß schreiben kann. Strange.
erlaubt mir das einmal, das mit groß zu schreiben. Das muss ich sogar groß schreiben, aber wenn ich Profis schreibe, schreibt das klein. Hey. Range. Gucken, einmal mit Profis. Richtig geschrieben? Du kannst ja löschen. So, mit dem. Bilder stellen. Der Geldname muss mindestens 2 Zeichen lang sein und kann Buchstaben und Ziffern enthalten, aber keine Leerzeichen. Wenn ich das einmal zusammen versuche zu schreiben, dann schreibt er mir hier. Aber alles nack, in nack, einem nack, Satz Ende. Klein. Nack, 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 Ende schreibt das dann. Einmal mit Profis. Geldname ist bereits verwendet. Das alles zusammengeschrieben, ja? Alles zusammengeschrieben. Aber mit wusste ich ja leider so. Die E ist aber nicht korrekt. Ich habe das ohne E geschrieben. Ja. Nee. Einmal Ende hat's mit die E geschrieben. Das ist aber ziemlich oft ein Fehler. Ja. Sorry. Das hat die große Kann Frage, ja auch nichts dafür, dass jetzt... es dich stört. Kann man Minus dazwischen setzen? Nein, keine Sonderzeichen. Keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, nur Buchstaben. Brokkolis, geht das? Wäre es überhaupt für euch okay, einen Brokkoli-Clan zu haben? Ist eigentlich scheißegal, oder? Brokkoli ist doch cool. Wollte Gott sagen. Alternativ noch Blumenkohl. Bitte mit 2K. Das ist wichtig, mit 2K. Ja, nicht mit 2K, mit IE eigentlich am Ende, oder? Nein. Gut, dann ist das richtig. Zodak hat das auch mal reingeschrieben. Genau, das hat das von Sorak auch gerade übernommen. Gilde, die Brokkolis wurde erstellt. Passen zu meinen Haaren, Brokkolis. Mein Gott, das muss ich jetzt übrigens, das ganze Stückchen muss ich jetzt erstmal rausschneiden für YouTube, weil das kann halt keiner mehr sehen hier, 20 Stunden nur auf einer Stelle zu stehen. Oh. erstmal Freundschaft hinzufügen. Die Gruppeneinladung nehme ich jetzt gerade mal nicht an. Okay, sorry. Man kann die... So, das bist du gewesen gerade. Ja, das war ich. Das geil, dass du das bist. Ich so, hä? Man kann so gesehen die Gilde pushen, ja? Ja. Du musst sie leveln, um mehr Mitglieder reinpacken zu können, beispielsweise. Okay. Es gibt später auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es auch Gildenkriege und so. So, alle, die jetzt mal in die Gilde wollen, ich schicke mal ganz kurz Freundschaftseinladungen raus. Nehmt die mal bitte an, weil dann finde ich euch schlechter in der Liste. Schlechter. Also DJ. Dann findest du schlechter in der Liste, okay. Abi. Sonst findest du dich schlechter in der Liste. Ja, ich will uns ja besser eine Liste finden. Wo ist denn jetzt Gravy schon wieder hin? Ich stehe direkt neben dir. Da unten da ist bist er. Du Gravy. Gravy. So, dir auch nochmal eine Freundschaftsanfrage gesendet. Nehmt die mal an, dann kann ich euch auch in die Gilde mit reinnehmen. Wollen, ich musste leider ein Emote rausnehmen. Auch noch raus. Um das Krümelmonster dazu zu nehmen. DJ eingeladen. Wer Gravy ist jetzt eingeladen. Wer hier? Du bist Krimi, Dingsbums, ne? Ich bin ja. Kriljani. Und Dings ist Ach so, Krimi, du bist ist Laffer. Okay. Krimi, Zanami, genau. Also 3 Leute habe ich schon mal, der Rest muss noch die Freundschaftseinladung annehmen. Hast du mir eine geschickt? Ja. Wo kriege ich die? Unter Community. Ah ja, stimmt ja. Ich muss mal liegen. Community und dann Gilde oder so? Habe ich auch schon. Ja. Genau. Und dann wirst du mir meine Freundschaftsliste angezeigt, dann kann ich dich deutlich besser einladen. Hab noch keine bekommen. Hä? Okay. Anfrageliste 0. Wo ist denn der Herdex? Da ist Herdex. So, Freundschaft hinzufügen. Okay, dieses Mitglied ist bereits dein Freund. Hä, wieso wurde es mir gerade bei den Gildeneinladungen nicht angezeigt? Hä? Herdex, woran liegt das? Wer ist denn Kriljani, bitte? Das ist mein, okay. Mein Tor, also das Pendant zu deinem. Und Sherbandia, Bandia oder so, ich nehm jetzt einfach Einladung angenommen. So, alle, die noch ohne Fahrschein sind, kommen mal rüber zur Post hier. Alle, die noch mit in die Gilde rein wollen jetzt. Weil dann weiß ich, wen ich eine Freundschaftsanladung schicken muss, weil wenn wir da alle in so einem Haufen stehen. Wer ist denn der Hirsch hier? Das bin ich. Wo ist denn den Hirsch her? Noch. Ja, dann bleib mal kurz stehen. So. Einmal den Game-Shop. Ich hab geshoppt. Du kriegst noch Geld eine gekostet? Freundschaftseinladung. Ja, aber ich hab durch das Pio-Paket ja schon Diamant gekriegt gehabt. Was ist ein Paket? Das mittlere rate ich mir. Es ist
Pionierpaket hat das mittlere, hatte ich mir geholt gehabt. Okay, das habe ich auch. Nimm mal die Freundschaftsanladung ein, die ich euch geschickt habe, und dann kann ich euch einen 3 nehmen. Da habe ich den quasi, glaube ich, einen 10er oder so nur für den ausgegeben gehabt. Nur mich hat dieses Pferd gestört. Mit der Zeit. Okay. Ich wusste nicht, wo ich noch welche andere herkriege. Das, der Hirsch kostet 1700. Ja. Wie viel Kristalle hast du bekommen? Also ich hatte 1000 hatte ich. Okay. Das heißt, ich hätte mir 700 nachgekauft. Nee, Melone, dann können wir das gerne noch nachholen. Das ist ja gar kein Problem. Ja, keine Ahnung. Ich kann nicht erst im Shop gucken. Direkt los. Jetzt, sollen wir los? Sind wir bereit? Dann noch nicht bin ganz. Ready. Ich bin noch gerade dabei, dass die anderen die Freundschaftsanfrage annehmen, damit ich sie mit in die Gilde reinnehmen kann. Aber und irgendwie... Passiert heute etwas auf, wir können ja währenddessen Gruppe unterwegs sind noch. Die Gruppendings klären. So, da ist schon mal drin. Leria, bist du noch in der Gruppe, Dex? Bitte? Bist du noch in der Gruppe? Nein. Ich bin aber gerade mit der Quest. Also Quest quatschen. Okay. Ich muss gerade Möhren abgeben. Okay. Kannst du mir eine schicken? Jo, genau. So. Da fehlt noch jemand, bist du. Jetzt? Muss ich mich anklicken? Ja, muss ich anklicken. Ja, Philipp, ich hatte dich gerade angenommen, soweit ich das sehe. Oder? Müsstest jetzt eine gekriegt haben. Beziehungsweise, du musst mal die Freundschaftsanfrage annehmen, die ich dir geschickt hatte. Oder hat mir auch noch eine geschickt? Weil ich glaube, mir. Ah, da. Gerade. Oh, ach doch. Willst du meine Waren sehen? Das sieht ziemlich schwer aus. Angenommen, sehr schön. Wusste ich, wenn man sich gegenseitig eine schickt, dass man nicht automatisch angenommen wird. Aber gut. Muss man nicht verstehen. Ja. So. Ach, ich muss du hast eine Geldanfrage jetzt auch noch bekommen, Feli. So, jetzt bist du mit drin. Irgendjemand noch im Chat, der noch keinen Fahrschein hat? Wenn ja, dann jetzt. Sonst fahren wir los. In diesen Zeiten müssen wir noch häufiger beten. Wir können es ja noch später machen. Ist ja auch ist kein großer Akt. Und? Passiert heute etwas Aufregendes? Die Felicitas, die steht, glaube ich, bei dir. Die hat auch noch keine gehabt. Ich habe ein paar Zutaten in der Küche übrig. Na klar, das riecht zu sehr nach Essig. Oh Gott, meine Augen brennen, wenn ich es ansehe. Oh mein Gott. Das sind die Antworten, die ich mir... Oh, gut. Das ist so fies, ne? Man will was Nettes sagen und dann kommt sowas. Ja, aber meine Augen brennen, wenn ich es ansehe, ist schon echt hart. Wenn es riecht so sehr nach Essig, ist ja okay. Aber es ist immer noch, ja. Es das kann ich machen, DJ, sobald 3 Tage vergangen sind. Das kann man nämlich erst mit neuen Guildmitgliedern machen, wenn 3 Tage vergangen ist. Dann kann ich euch nämlich hochstufen. Ja. Und dann könnt ihr auch selber Leute einladen. Deswegen meinte ich ja, alle, die noch keinen Fahrschein haben, sollen immer zu mir kommen. Deswegen. Das ist hier schon A38. Kannst du eigentlich auch durchgehen mit deinen Waffen in der Hand durch die Gegend, Dex? Bitte, bitte, bitte? Ob du mit deinem Charakter auch durchgehend mit Waffen in der Hand durch die Gegend rennst oder ob das nur bei meiner Klasse der Fall ist? Oh, hab ich das gar nicht drauf geachtet. Ich hab immer ganze Wummen in der Hand, ja? Ja, okay. Das sind gute Typen. Die sind einfach zu cool. Wir können uns von den Waffen einfach nicht trennen. Was soll man machen? Falls ihr irgendwie jetzt nicht hier gerade in der Stadt seid und mit angenommen werden wollt, ihr könnt auch so eine Gildenanfrage schicken. Pass auf die Grabräuber auf. Schreibt den Namen nochmal rein. Ich werde zwischenzeitlich mal nachgucken und dann die Leute einfach mal annehmen. Ich gehe schon mal raus. Zum Stammhügel. Einfach nur raus. Keine Angst. Ich mach nichts Großes, aber ich will mal ballern. Ich muss mich nochmal wieder einknoten, meine armen Finger. Auch. Ich muss jetzt gerade noch hier ein paar Kräuter auch sammeln. So, draußen? Hab den Gildennamen noch mal reingeschickt, ja. Wie bereits gesagt. Das mach ich noch schnell. Falls wir nicht irgendwie hier sein sollten, dann schickt einfach eine Anfrage in die Gilde. Ich nehme sie dann an, wenn ich sehe. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauenräubern. Das ist schon geschafft. Irgendwas sagt, wir sind in verschiedenen Channels gelandet. Dex ist auf 16, kann man da joinen? Ja, nee. Okay! Ich bin jetzt 37. Ja, ich auch, wir schädigen mir. Okay, ich muss gerade. Scholarf 100, so Arkesia, jetzt sind die Brokkolis am Start. Dankeschön, Voldan, die Brokkolis sind jetzt am Start. Ich muss ein bisschen trainieren. Der Frage, die Funktionsfähigkeit dieser Waffe.
Paladin? Jo. Eine Paladüse. Irgendwie seid ihr beide im falschen Channel gelandet. Ja, wir sind beide bei 30. Ah, wechseln wir halt auf 16. Ihr seid im falschen Channel. Ich liebe den Sound von Waffenwechseln. Von der Waffen. Mit dem Klick-Klick. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Oh ja, das denke ich mir mit meinem Hauptcharakter auch jedes Mal. Der hat Napalm. Artillerist zu spielen macht echt Laune. Alles brennt oder explodiert. Okay. Ich hab dich auch mal mit angenommen. Da. So, wo müssen wir denn hin? Schlupfwinkel der Reisen habe ich gerade noch eine Mission. Offen. Hier muss ich machen. Schlupfwinkel. Ja, habe ich auch. Ansonsten muss ich noch ganz viele Ratgeberzeugs machen. Kann ich das irgendwie auch wegmachen? Ansonsten immer wieder quatschen mit den gleichen Leuten, ne? In der Stadt. Ratgeber, also bei mir ist es tatsächlich weg. Okay. Das kann bei mir halt einfach mein Allgemeinfortschritt gegen. Ich habe auch einige Ratgebersachen völlig ignoriert. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie ich jetzt wieder da hinkommen würde. Weil die Ratgeber sind ja eigentlich dafür, das dass du... Gravy? Ja? Best Übersicht. Ich schaue so ein Mokoko-Samen, wenn du gerade hier auf der Ecke bist. Beziehungsweise wenn ihr beide noch auf der Ecke seid hier. Kann man auch vom Pferd direkt absteigen und schießen? Ja. Ja? R drücken. Ah, das ist nämlich wichtig. Einfach absteigen, sich die Sache. Halten hier hinter vorne. Okay, klicke, klicke, klicke erstmal. Auspacken. Kann man eigentlich mehr als eine Vierergruppe machen? Für Raids. So normal, ich. Also definitiv für Raids. Und dann wahrscheinlich auch PvP oder Gildenkriege wahrscheinlich auch. Ja, okay. Also jetzt mit den anderen Leuten, die jetzt noch fragen, kann man nicht mehr mit in eine Gruppe. Ich glaube, bis auf diese Ausnahmen herrscht überall quasi Gruppengröße für einen Dungeon, also 4 Leute. Kann ich mich auch hören. Ich bin bis jetzt nur in 4er Sachen drin gewesen, deswegen. Hier hinter der Dings ist gleich hier ist gleich so ein Samen, so ein Mokoko-Samen hier am rechten Pfeiler. Tür genommen. Okay. Ich laufe gerade einfach mal ein bisschen, ich muss jetzt mal trainieren. Es ist alles so kompliziert für mich. Ja, mir macht die Klasse aber auch ganz viel Spaß, muss ich sagen, diese Scrapper. Oh, klasse. Also hast du die auch genommen? Ja, das ist die einzige weibliche Schützin. Ach, die hat nämlich 2 Waffen. Habe ich auch 2 Waffen? Ach, stimmt, ich habe die auch 2 Waffen, klar. Du schießt aber irgendwie. Hast du nicht sogar nur 3? Hast du nicht noch 3 Waffen? Ja, ja, aber er hat 2 Pistolen. 2 Pistolen. Ach so. Ich wollte gar nicht werfen, ich wollte gerade wechseln. Ihr nutzlosen Träger. Du musst der Abenteurer sein, von dem Pater Armel. So ein Charakter möchte spielen hier mit so einem roten Mützchen oder sowas. Dexter Klabautermann. Ja, sowas. Ich würde mich auch Klabautermann genannt. Sobald du den zerklüfteten Anguimusberg hinter dir gelassen hast, so erreichst du die weiten, offenen Salzebenen. Ganz viel Geld und ganz viele Marken, die ich nicht weiß. EP, EP, KK, PC. Her damit.
Ja, Stufenanstieg, Babys. Huldigt mich jetzt. Okay, ich muss mal ganz kurz meinem Charakter neue Sachen geben. Was ist eigentlich diese Plasmakugel? Ich habe immer noch nicht verstanden, was sie macht. Die fliegt immer den Gegner vorbei. Warte. Meinst du die hier? Ich sehe gerade nichts. Also, wenn du... Ja, Plasmakugel, die schießt du durch Gegner durch. Die macht Schaden. Die kann die auch zurückstoßen. Ah, okay. Man muss nur treffen. Ja, das ist, glaube ich, das ist manchmal... Das hört sich leichter an als gesagt, mit dem Ding zu treffen, finde ich. Also schon weiter. Jo, wir sind schon mal ein Stück vorbei vorangerannt. Und ärgern hier ein bisschen die Monster. Die spreizt immer die Beine, das Pferd, wenn man springt. Einfach an ihm vorbei jetzt. Dieser, wie heißt dieser Sprung, den man auf, Aufstieg. Auf der Leertaste macht? Der Ausweichschritt. Kann man den nochmal anders skillen? Also nochmal zweimal oder so? Nee, aber du hast als Todesschütze, / Kunstschützin, hast du... quasi Salto-Schuss oder Schnellschritt. Kannst auch zum Dodgen benutzen. Salto? Okay, welche wäre das? Wenn du nichts an deinen Fertigkeiten da unten verändert hast, wie sie jetzt gerade sind, ja. Dann müsste das einmal E sein und einmal S. Und wenn du E zweimal tappst, müsstest du, glaube ich, sogar noch... Du musst, glaube ich, sogar noch was einsetzen. Genau, du schießt dann auch. Ich bin in einem komplett anderen Channel gelandet als ihr gerade. Das war wichtig, ja, das ist ganz gut. Weil bei Bossfights, wie beim letzten Bossfight, hatte ich nämlich nur diesen einen Ausweichsprung und das war zu wenig. Manchmal war der so nah und hatte mal irgendwas gecharged oder sowas. Hat ihr aber alle die Pest hier. Ja, ich bin gerade am Channelwechsel. Das stimmt da tatsächlich, weil die Klasse hat tatsächlich eine geringe Dodge-Reichweite, wenn man es mal mit Gravy vergleicht. Gravy? Ja, wenn Gravy dodgt, der legt 5 Kilometer zurück. Im Vergleich zu uns. Wir rollen hier nur einmal. Also Gravy ist jetzt der Beste oder der Schlechteste? Nee, also ich meine jetzt nur als Vergleich, die Reichweite, die er mit einem Ausweich... Schritt quasi hat, ist quasi, die ist ein Tucken länger als unsere. Achso, der Verbreger. Ich habe eine Doppelte zum Beispiel. Du hast eine Doppelte? Sie hat ein Doppel, ja, sie hat so einen Kurz-Dash, deswegen hat sie zwei. Ah, okay, ich meine aber, die Assassine kann mir drei sogar. Ah, nein, du musst zweimal drücken, Flex. Wenn du zweimal drückst, dann machst du einen Doppeldodge. Also zweimal Leertaste hintereinander. Okay, ich glaube, ich teste das nochmal. Kommen wir den Patienten nicht etwas zu, ne? Ja, halt, ich mach doch schwarz wieder. Das ist aber auch so eine Masse. Wenn du bei mir guckst, je mehr Mooswölfe als üblich. Das war jetzt ein Doppeldodge. Der stand gerade noch auf dem Pferd, der Typ. Jetzt steht er unten auf dem Boden bei mir. Quest abgeben habe ich vergessen. Ehrlich? Ich gehe nochmal dahin. Kannst du Richtung wechseln mit dem Doppeldodge? Okay, das ist nice. Sekunde, habe ich echt eine Quest vergessen abzugeben? Vor lauter Quatschen, als es war. Ja, stimmt. Kommt sofort wieder. Dann warten wir kurz hier, Dex. Was macht das Marschbanner? Wie kann mir nur sowas passieren? Das passiert mir auch so selten. Irgendwas zu vergessen. Stimmt. Sei vorsichtig. Gut, hab ich gar nicht gesehen. Gehe zur Priesterin Garoa für eine sichere Reise. Das tut das Marschbanner also, okay. Fabi leuchtet. Ja, Fabi leuchtet und alles, was in meinem Umkreis ist, kriegt einen Movement-Buff.
Dankeschön. Nettes Wolle. Kleines Item. Gab's da was? Die nächste Quest geht da weiter. Du musst nochmal zurück zu den anderen. Sofern du jetzt nicht dann noch schon was angequatscht hattest. Ich hab einen angequatscht, aber der hat wohl nicht das Richtige gehabt. Suchen nach dem Priester in Garo aus. Ich meine noch keine neuen neuen Dings. Bilder. Keine neuen potenziellen Mitglieder. Wo bringe ich denn die bescheuerten Steine hin? Da ist so ein Kreis auf dem Boden. Ja. Da drückst du R drinne, wenn du drinnen stehst. Ach, ja, ich drücke immer die ganze E. Toto rennt noch mit dem Stein rum. Mama? Halt, P. Du bist doch aus Brighthome, nicht wahr? Du bist der Abenteurer, von dem Pater Armel gesprochen hat. Ach, der ist Armel. Ich hätte Armel Leuchter. Ärmel. Nennen wir dann da Schock zu wagen? Das ist eigentlich ganz gut. Na, dem Gebiet halten die Gegner schon mehr aus. Was ist das denn? Pestsporen. Das sind wie so Quest-Items, die man so... Sammel-Items. Sammel-Items, ja. Genau, wenn du da eine gewisse Funktion erfüllt hast, erfüllst du dein Ding. Dein Abenteurer-Foliant. Du kriegst dadurch halt Items freigeschaltet. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Mit dem und dem Fortschritt kriegst du halt noch ein Item. Hallo Dodo, na Asgar? Hallo Koni, guten Abend. Gut zu wissen, dass mit dem... Weißt du, ich habe jetzt einfach einen Brustpanzer so bekommen, ohne dass ich irgendjemanden gequatscht habe. Okay. Quest einfach alles. Bekommst du die auch von Monstern zum Beispiel, als Drop? Der dritte Altar des Segens, wo ist denn der? Der dritte, der ist Richtung Heilige Quelle. Ich lauf mal hin. Du nur drück mal Tab-Taste, Dex, dann hast du so eine durchsichtige Karte. Stimmt, ich mache immer die andere Karte auf, ich vergesse das jedes Mal. Geht mir nicht. Ich spiele das Spiel jetzt schon seit letzter Woche Dienstag und gucke trotzdem zwischendurch immer meistens noch auf die Hauptkarte. Ja, das wäre. Sowas wäre für WoW immer super gewesen, ne? So durchsichtige, ne? Ja, meine Herren, ey. Wie oft bin ich bei Stormwind in den Wassergraben gefallen beim Karte? Benötigen mehr Talismane. Dann gibt's dann auch keinen Weg nach oben. Du musstest den ganzen Graben entlang schwimmen, bis du dann irgendwo auf so ein Boot hüpfen konntest. Mittlerweile gibt's tatsächlich Einbuchtungen, wo man hoch kann. Oh, was ich disgust habe. Das muss ich aber auch mal lernen. Dex, warst du jetzt schon beim Schrein unten? Ja, ich bin schon weggegangen.